Willkommen Leute zur dritten Kaderanalyse jetzt mittlerweile schon. Ja, doch, dritte ist es. Ja, und zwar heute Manchester United im Fokus nach Bayern und Manchester City. Jetzt Manchester United. Ja, und ich dachte mir jetzt erstmal wieder einen englischen Club, da bei denen das Transferfenster zu ist und zumindest auf der Zugangsseite nichts mehr passieren kann. Ja. Dann fangen wir auch gleich schon mal an, würde ich sagen. Und zwar, also erstmal im Tor, David de Gea wird bei United nächste Saison gesetzt sein. Also gibt es, glaube ich, keine Zweifel. Dahinter hat man noch Romero und Grant. Zudem ist gerade Pereira, heißt er, glaube ich, auf Leihe. Also damit hätte man dann auch einen etwas jüngeren Keeper noch in der Hinterhand. Für die kommenden Jahre dann halt. Dann auf rechts natürlich Neuzugang Aaron Wan-Bissaka. Klar, gesetzt. Kein Zweifel. Bei ihm hat man in der Hinterhand auf der Rechtsverteidigerposition den jungen Dalot. Der ist ja auch 20. Ist auch erst, glaube ich, letzte Saison gekommen. Dann einen Timothy Fosu-Mensah. Der hier, glaube ich, nicht mit dabei ist, oder? Nee, hier in FIFA ist der nicht. Und also Damian und auch Ashley Young könnten auf der rechten Seite spielen. Da Linksverteidiger ist Stamm erstmal Luke Shaw. Und da hätte man dann eben auch nochmal Young der Position. Einen Cameron Borthwick Jackson hätte man noch. Der ist jetzt hier auch nicht. Und auch eben Matteo Damian, der da spielen könnte. Also die Außenverteidiger sind sehr jung, also Wan-Bissaka 21, Shaw gut 24, ist jetzt nicht so jung, aber geht vollkommen. Auch die Backups sind sehr jung, also hat man schon sehr junge Leute, was dann auch Vorteil ist, da die meisten schneller sind. Und dann der Innenverteidigung, eben der Rekordeinkauf Maguire neben Lindelöf. Und für die Innenverteidigung hätte man dann eben noch einen Chris Smalling. Dann natürlich auch noch Phil Jones, Rojo Bailey, der gerade aber noch verletzt ist. Und noch einen Axel Tuanzebe. Oder? Schreibt man das so aus? Ja, Tuanzebe. Ja, doch, müsste stimmen. Der hier jetzt gerade auch nicht dabei ist in FIFA, ist auch noch sehr junger Mann, gerade erst 21. Er ist 21, wird im November 22. Genau. Und ja, muss auch sagen, also, das ist auch in der Innenverteidigung sind das sehr junge Leute. Also, da ist dann ein Chris Smalling und Rojo sind mit 29 dann auch schon die Ältesten in der Verteidigung. Ja, der dann halt, der mit Abstand Älteste ist dann natürlich Ashley Young mit 34. Aber sonst hat man eine sehr, sehr junge Verteidigung, was natürlich ein Vorteil ist, so langfristig gesehen. Dann auf der Doppel-6, weil United spielt so das 4-2-3-1 ungefähr, habe ich gesehen. Und auf der Doppel-6 eben Pogba und McTominay. Der McTominay ist ja übrigens PES-Coverstar, also einer von vier, glaube ich. Ich glaube, das ist. Sind alle vier auf dem Cover und er ist eben einer davon. Ja, wollte ich jetzt bloß mal so erwähnt haben. Dann als Backup hat man eben Matic und noch Fred. Und der, na, wo ist der jetzt? Ach, da, hier ist er, Fred. Der ja eine schwierige erste Saison hatte bei United, konnte sich nicht so durchsetzen. Kam ja vor genau einem Jahr ungefähr. Und ja, mal schauen, vielleicht schafft er diese Saison seinen Durchbruch. Dann in der offensiven Dreierreihe rechts James, in der Mitte Lingard und links Martial, der aber auch manchmal mit Rashford tauscht. Also eigentlich ist Rashford eher Stürmer, aber manchmal tauschen die auch und im Spiel ist das eh sehr flexibel. Und das ist dann eben die offensive Viererreihe. Und als Backup hat man da dann eben
die Offensive Mata, der auch sehr flexibel einsetzbar ist. Greenwood, der jetzt auch oft eingewechselt wurde, kam ja aus der U19, ist auch erst 17 Jahre alt, der Mason Greenwood. Dann hat man zudem auch noch Pereira, der sehr, sehr flexibel einsetzbar ist, kann auch auf der 10 und auf beiden Flügeln spielen. Und dann wäre eben auch noch Sanchez, der im Moment auch noch im Kader ist, aber höchstwahrscheinlich an Inter Mailand für eine Saison verliehen wird. Und das Interessante an dem Transfer ist, dass zum Beispiel beim Coutinho-Transfer von Barca zu Bayern, bei der Leihe, zahlt Bayern das komplette Gehalt von Coutinho. Und bei Sanchez muss United noch die Hälfte des Gehaltes mitbezahlen für ein Jahr, weil er einfach so viel verdient, der Sanchez. Deswegen müssen die das Ganze auch noch mit bezahlen. Dann auch noch für die Offensive hätte man hier den Chong. Und bei dem, ja, bei dem ist das so, da hat auch schon der Berater gesagt, dass Top-Clubs aus der Bundesliga ihn auf dem Zettel haben. Also habe ich jetzt mir zumindest hier auf transfermarkt.de gerade diese Schlagzeile. Und ja, also man weiß nicht, ob der vielleicht auch noch geht. Also Sanchez wird definitiv noch sicher gehen. Also der hat auch jetzt, glaube ich, keinen Einsatz gehabt diese Saison. Und ja, der ist, glaube ich, auch ganz gut beraten, wenn er den Verein wechselt. Ja, dann bisher hatte ich ja auch noch so Transfervorschläge mit eingebaut. Aber das ist jetzt natürlich etwas problematisch, weil die ja jetzt, wie gesagt, eben keinen Transfer mehr machen können, nur noch abgeben. Und ja, also bezüglich abgeben, ja, also man hat in der Offensive viele Leute, deswegen kann man Sanchez schon ruhig abgeben. Hat auch, wie man hier sieht, sehr viele Nachwuchsspieler, junge Nachwuchsspieler. Damian ist ja, glaube ich, fast sicher, dass der Ende der Saison den Verein verlassen wird. Habe ich, glaube ich, sowas gelesen. Das Vertrag läuft doch aus. Ja, also generell bin ich vielleicht der Meinung, dass jetzt mit dem Maguire-Transfer könnte man vielleicht noch einen Innenverteidiger abgeben, weil man hat zwei, die hier spielen, also Stammspielen, und dann hat man noch vier Backup-Innenverteidiger. Und wenn man weiterhin mit einer Viererkette spielt, sind das vielleicht ein paar zu viel. Der ein oder andere, ja. Also, ich weiß nicht, so Jones, weiß nicht, ob der noch so die große Perspektive hat, in diesem Kader zu spielen. Da vor allem, wenn Bailey wieder fit ist, er sich wahrscheinlich mit dem Platz neben Maguire, mit Lindelöf um den Platz neben Maguire streiten wird. So rum. Genau. Ja, und dann Smalling wird man wahrscheinlich noch behalten, aber Jones und Rojo, ja, weiß ich nicht, ob die noch so viel Sinn macht, da zu bleiben. Und auch vielleicht der junge Dalot, würde ich vielleicht ihm auch eine Leihe ans Herz legen, weil Wan-Bissaka wird da gesetzt sein. Ashley Young hat einfach die Erfahrung, die man bei dieser jungen Abwehr braucht. Dann hat man eben auch noch mit Fosu-Mensah und Damian junge Leute da. Und ja, also ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung generell Leute abgeben sollte. Aber sonst finde ich den Kader ganz in Ordnung. Also auch mit Romero und Grant hat man zwar zwei sehr alte Ersatztorwerte, aber hat dafür halt mit Pereira noch einen auf Leihe, der dann zum kommen könnte, wenn Grant dann vielleicht irgendwann aufhören sollte. Also ich finde den Kader wirklich sehr ausgeglichen. Vielleicht ein Ticken zu jung, phasenweise, aber eigentlich ganz in Ordnung. Also auf langfristige Sicht gesehen wird United bestimmt mit der ein oder anderen Ergänzung definitiv eine gute Rolle in der Premier League spielen. Ja, das war's dann auch hier von dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwelche dringenden Wünsche habt, welcher Verein als nächstes so ein Video bekommen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Aber bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.